Willkommen zurück bei The Walking Dead, Episode 3. Falls jetzt wieder irgendwas bekannt vorkommt, ja, ich durfte noch ein bisschen durchspielen. Was habe ich jetzt eigentlich? Nee, wieder durchprobieren hier einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich alle drei hatte von dir. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Na, dann mach doch. Ich verstehe das nicht. Kupplungsstange nochmal benutzen. Und die ist ja abgebrochen. Shit. Broken. Ich wollte mir eigentlich was überlegen bisher, aber irgendwie. Ja, nee. Bin ich wohl zu blöd dafür. Ey, pff. Muss mal Licht ausmachen, ist zu hell hier. There's gotta be a better way to do this. Was hast du denn vor? Rede mit mir! Hab's nochmal mit dem. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry it in free. Ja, das kennt man doch schon. Ich bin mir sicher, dass man das einfach mal. Was hatte ich denn eigentlich? Schraubenzieher, glaube ich. Schraubenschlüssel? Oh, Schraubenschlüssel, ja. Das gefällt mir schon wieder nicht. Nicht im geringsten. Von hier hinten die Wand einreißen kann ich ja auch nicht, oder? Nee, geht's ja nicht mehr durch. Okay, wieder runter. Ging's hier irgendwie noch lang? Blech, ja. It's one hell of a mess. Ja, die Bahn, die läuft schon wieder, also der Zug. Vielleicht noch irgendwas im Wohnwagen? Und mit den anderen nochmal vielleicht nochmal sprechen drüber. Hm. Ah, okay, gut. Dann nehme ich. Frage ich mal hier Ben. Ob er ein bisschen Langeweile hat. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Vielleicht nochmal zu Kenny gehen. Hey, Sweet Pea. You okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Ja. Mann, ich hab die doch aber schon alle Sachen durchprobiert. Kann er nicht einfach draufschlagen, so düm, 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 und dann fertig und dann. Mal zu Kenny, der langweilt sich jetzt bestimmt eh. It's all yours. Lass den Hebel ziehen. Okay. Oh, tada. Damn it. Of course. Ach so. We're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. War ja klar, dass ich mir wieder zu weit gedacht habe. Tut mir leid. Wenigstens darf ich jetzt meinen Traum verführen und schaffen, an die Wette Zugführer werden. Das wollte ich schon immer mal. Na komm. Diesmal aber. Ich bin mir sicher. Ich habe bestimmt das falsche Teil mit dabei hier. Oder? Nimmt das? Na ja, gut, war vielleicht egal. Hey, Kenny, we're loose! Wir sind frei! Nein, nicht gucken! Ach. I can get it over there. Ja, natürlich. Du hast es schon ein paar Mal gemacht. You touch any of my stuff? Was zum? Ein Obdachloser. The map of the train routes. That's fine. You can have that. Really? Oh, danke. Yeah. Wir haben mit dem Messer geklaut. All right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you're fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too.
I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. Huh? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Oh, das ist doch ein netter Typ, mal. Wow. Verzeiht, verzeiht. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Okay. Schmeckt's? Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. Oh nein. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. Ich glaube nicht. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Doug einfach mitzunehmen. Was ernsthaft? Spielt jetzt uns erstmal noch ein Liedchen hier, okay. Mal sehen, ich sollte mit Kenny reden. Ach komm, mit allen mal. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Tut mir leid. Achso, na ja gut, das hatten wir schon mal alles. Anyway, let me know if anything changes here. Wo ich mir jetzt nicht so viele Sorgen um Doug gemacht habe, vermutlich. Howdy. Where are you from? You live around here? Georgia boy. You saw where I live. Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Komischer alter Mann. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Da waren sie wirklich cool, huh? I guess. Scary, kind of. Gut, jetzt dann nur noch Kenny übrig. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Hat schon keine Augen mehr. Ist das wirklich eine gute Idee? Wir können noch weiter, wenn du willst. Wir können das nicht ignorieren. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Kent. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Ich glaube, Katja hätte das auch nicht für so eine gute Idee, aber was kann sie machen? Sie kann ja nicht einfach draußen liegen lassen. Ich darf jetzt den Zug fahren, ja? Ganz viele Hebel, aber ich darf nur den machen. Oh.
Wir rollen. Und endlich geht's weiter. Nichts kann uns mehr aufhalten. Also so mutierendes Kind. It gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. Ich fühle mich voll verarscht. There were more of us. Dad get them? Yes. No. It's a shame. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Was? Achso, sind mal das Gesicht abwischen, ja. Thank you. Could you just get that off his face, please? Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr sagen. We need to stop this train. Okay. Please. Ich habe eigentlich kein Problem damit. Oui. Man läuft doch ganz geradeaus, obwohl der Zug ein bisschen zugig ist. You need to stop the train. Was? Was? Lappen zeigen? Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Wake the fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect. Not that fucking sham you're running back there. Gott, warum kann er sich nicht einfach beruhigen? Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? Ich schlage dich, ich glaube. Dein Freund redest. By talking to your friend. Ich schlage dich, ich glaube. Was sollte das denn sein? What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Stop the train. Stop it, goddammit! Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? Nein, nicht schon wieder. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? Oh. Ich schlage dich, ich glaube auch so, nein. By talking to your friend. Muss ich wieder das Gleiche machen? Denkst du, du bist schuldig? How many sons are you gonna let die? Shut your mouth! Oh, war klar, ich hab's kommen sehen irgendwie, ich hab's wirklich jetzt kommen sehen. Au! Just leave me the fuck alone! I don't need you and Doc doesn't need you! Oh, gut, you don't even have a child! You don't know what this is like, you fucker! You're not helping my family! You're not helping Clementine! You're not helping anybody! I told Kaja I'd get you to stop this, and you bet your ass I'm gonna. Oh, nicht schon wieder. Jetzt lege dich doch mal ab. I fucking hate you, Lee. Do you hear me? I don't know what to do. Hey.
stop the train. Okay. Hat er sich wohl abgeregt endlich? Bin ich auch jetzt gespannt, wie wir mit dem Jungen jetzt umgehen. Ken, it's... I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. We shouldn't waste time. There ain't none left to waste. I'm saying we shouldn't stay put. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. Katja, can you... I'll do it. No, you don't have to. Ich glaub, ich nehme mir das einfach mal ab. I can. I can do this. I'll do it. No, it should be a parent. No parent should have to do something like this. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, you'd be doing this family a great service. Könnte mir schon was denken. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see? Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. Der sieht schon ziemlich mutiert aus. So ein bisschen in den Augen. Irgendwie muss das ja so kommen. What's happening? Doc stirbt. Ich werde mich um Doc kümmern. Doc is dying. I know. What are you doing? I'm putting him out of his misery. Oh. Yeah. Look, Clem. Things are... What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Aber was soll das? Nein. Oder sind da jetzt... Oder ist er doch mutiert? Hä? Katja ist tot. Kat! Katja! Why, Kat? Honey? Oh, fucking God. Still have to deal with Duck. Was hat sich denn dabei bloß gedacht? Thank you.
What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. Ja, muss er jetzt gerade schon genug lernen, das muss er nicht auch noch mit ansehen. Oh, und er steht trotzdem noch daneben. Bevor der sich ja auch noch erschießt. Der hat mich ja ganz schön zugerichtet, der gute Junge.